to develop vision and accordingly work hard. Then within this century, I think end of this century will be, can be more happier, peaceful, compassionate world. So that's your responsibility, not our responsibility. Gut, dass du das fragst, denn ich lege ganz besonders viel Hoffnung auf junge Menschen wie dich, denn euch gehört das 21. Jahrhundert. Wir sind von der Generation vom 20. Jahrhundert, aber dein Jahrhundert, das beginnt gerade erst. Es ist genau die rechte Zeit, sich diese Frage zu stellen und eine Vision von einer besseren Welt zu entwickeln und sich dann dafür einzusetzen, in allem, was man vermag. Und dann wird es am Ende des Jahrhunderts auch ein Jahrhundert des Friedens und des gegenseitigen Respekts und Verständnisses gegeben haben. Das ist eure Verantwortung.